Und es gibt hier, glaube ich, einen Trophy, wo du das, glaube ich, auch schwer, nur mit Messer und unter 6 Stunden schaffen musst. Ey, ich weiß nicht, wie man das hinkriegt, ey. Du musst ja das Spiel in- und auswendig kennen, eben. DayZ? Boah, das würde ich auch gerne mal spielen, ey. Nur habe ich keinen besonders guten Laptop dafür. Oh, ein Kraut. Sehr gut. Dann nehme ich am besten hier mein wertvolles. Nur noch so ein rotes Kraut dazu. Ich hoffe, ich habe hier noch eins. Hey, ich hatte doch. Ah, ich habe das schon benutzt, oder? Egal, dann nehmen wir ein blaues. Scheiß drum. Ich will nur wenigstens etwas in meinem Inventar. Ist jetzt die ist aber gegangen, die sagt Hallo und ist dann raus, oder was? Oh, ein Flammenwerfer. Sehr gut. Flammenwerfer ist immer schön. Oh nein. Ein großer Felsbrocken. Es war so klar. Jo, jo. Okay, das war jetzt unspektakulär. Ich mag Züge, ich mag Berge. Ich mag Frauen. Ja, wenigstens ist er ehrlich. Dann gehen wir gleich hin. Ich gucke nur mal ganz kurz, was hinter den hinter der Kugel war. Schöne Munition, die brauchen wir. Ganz dringend. Mir fällt gerade auf, ich könnte die Magnum noch holen. Das mache ich ein bisschen später, weil ich habe keinen Bock jetzt alles nochmal zurückzulatschen. Oh scheiße, die Spinne. Da war gar nicht jetzt drauf vorbereitet. Schauen wir, ob ich das auch so hinkriege. Scheiße, die hat auch eine Reichweite. Komm her. Immer schön in Bewegung bleiben. Immer schön in Bewegung. Ah shit, da hat sie mich gekriegt, ey. Was liegt denn da? Kampfmesser brauchen wir. Scheiße, und jetzt lädt er nach. Das ist echt ein bisschen blöd, immer wenn der nachlädt. Verdammt, jetzt hat sie mich, glaube ich, vergiftet, oder? Ja, egal. Ist hier sonst noch was? Scheiße. Och, ich bin schon wieder vergiftet. Ey, ich krieg die Karmotten hier an. Schon wieder einer. Du Scheiße, ey. So, ich brauche nämlich das Messer hier, um die Spinnenweben wegzuschneiden. Puh. Ja, blaues Kraut. Ich weiß nicht, ob ich den mitnehmen soll. Nein. Ich muss, glaube ich, den Flammenwerfer jetzt wieder dahin tun, oder? Damit die Tür aufgeht. Aber die schulde ich mir später. Ja, diese Bananenspinnen, ey, die sind echt schlimm. Die kommen, glaube ich, aus Brasilien. Die nisten sich da in so Bananen ein. Und da die Bananen dann hier von Deutschland importiert werden, kommen die halt hier hin. Ich habe bisher noch keine entdeckt. Mal rollen.
Bei Männern kann die bis zu einer schmerzhaften Dauererektion führen. Kein Spaß, ist echt so. Glaube ich dir mal. Oh fuck. Die scheiß rollenden Steine. Wundert mich, dass ich noch nicht von denen getroffen worden bin, ey. Hey, warum werden die dann noch nicht vom Arzt verschrieben? Weil es nicht eine angenehme, sondern sehr schmerzhaft ist. War schon wieder ein Rätsel. Wie ging das? Ach so. Das ist eher so ein leichtes TKKG-Rätsel. Ja, sorry. Ich wollte ja gar nicht drauf. Du, es ist echt so, stand jedenfalls in der Zeitung. In der Bild oder was? Dauererektion. Von der Banane. Von der Bananenspinne. Glaube ich nicht. Ich glaube eher, du würdest so eine Vergiftung bekommen. Nee, bitte nochmal drehen. Komm, dreh dich dann nochmal. Oh, jetzt muss ich extra nochmal. Kamera. Nein, in der Saika Kreiszeitung. Okay, kenne ich nicht. Saika. Mir gar nicht bekannt vor. Dein Wissen reicht nicht für eine ganze Stunde. Nehme ich jetzt rein. Oh komm, ey, die nimmst auch immer genau hier, ey. So, und rein jetzt. Dann haben wir schon mal einen Zylinder für den Schlüssel. Den brauchen wir gleich. Ich muss nur noch den Rest finden. Damit ich ihn auch so wieder in Fahrt bringe. Dudes, Google es mit der Erektion steht auch auf der Internetseite Wikipedia und so weiter. Als ob ich das jetzt googeln würde, ey. Da komme ich bestimmt auf so Pornoseiten. So perverse Bananenerektion irgendwie. Nee, nee. Lass es mal lieber. Ach, ich bin ja vergiftet. Fuck. Das habe ich jetzt total vergessen. Ich wäre ja beinahe verreckt dann. Nehmen wir Dreck. Flammenwerfer nehmen wir wieder mit. Scheiße, ich muss eigentlich doch so ein. Wobei, ich habe ja noch. Ich habe, glaube ich, noch zwei Stück von dem blauen. Aber kein grünes mehr. Oh, nicht, dass ich an der Vergiftung sterbe, ey. Was mache ich denn jetzt? Geh weg, wie ich schon gesagt. Ich wollte schon sagen, ey. Wäre ich wieder aufgestanden, wäre ich ausgerastet. Nee. Warum muss ich denn jetzt lang? Nee. Achso, okay, dann muss ich das. Legen wir mal ab. Messer tun wir mal weg. Blaues Kraut.
Haben wir noch ein grünes? Scheiße, nein. Na gut, tun wir das weg. Ich hoffe nur, dass ich schnell ein grünes finde. So nervst du, vergiftet zu sein, ey. Dein Leben nimmt ständig ab. Du kannst nichts dagegen machen. Ach, wobei, ist er da nicht schon drin? Okay, geil. Dann geht's doch weiter. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es doch jetzt wieder ein Stocken gerät, weil ich nicht weiter weiß. Rein damit. Wie war das denn jetzt nochmal? Höp, höp, nee. Ich muss es glaube ich. Nee, nee, nee. Ich muss es glaube ich genau angucken. Prüfen. Glaube. Bianca notiert gerade mein Fachwissen. Ja, ich höre dir immer noch gebannt zu. Nee, die zockt einfach. So wie ich die kenne. Oh. Bianca, hast du dir schon ein Headset geholt? Das ist ja gerade bei Amazon so ein PS4-Headset. Das sieht billig aus irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das holen soll. Das kostet eigentlich nur 20 Euro, ey. Das ist eigentlich ganz geil. Ach, ich muss schon. Oh nein. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Jetzt kann ich das normal machen. Kann ich das schon wieder drehen, ey? Ich muss mir das aufschreiben. Ja, das haben wir heute wieder gelöst. Oh, da glänzt was. Da gucken wir uns nochmal genauer an. Achso, nee, nee, nee. Waren wir hier schon? Achso, hier war der tote Kollege. So, gehen wir mit den Außenhunden. Scheiße, jetzt habe ich den Flammenwerfer, glaube ich, vergessen. Aber ohne den kann ich ja nicht durch die Tür. Ah, hier ist gar nichts. Na toll. Ich dachte, hier gibt es einen geilen Loot.
Die Winde können wir gleich mal wegtun, damit ich auch wieder Platz habe. Ne, den Schlüssel lassen wir noch. Den Schlüssel lassen wir noch drin. Kiste. Ich brauche die Kiste. Ja, wie gesagt, ne, übernächste Woche, glaube ich, wenn ich jetzt keinen Scheiß erlebe und ich das so richtig mitbekommen habe, möchte ich den nächsten 12-Stunden-Stream machen. Ich weiß leider noch nicht, was sie da zockt. Könnte sein, dass sie auch eine Runde GTA Online macht. Könnten wir alle Runde zocken. René, du hast noch keine PS4, oder? Im Juni hast du gesagt, kommt die. Oh, Lisa. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Oh, sehr gut. Grünes Kraut. Und rotes Kraut. Hör, ich bin nicht mehr vergiftet, oder? Doch. Nein, Lisa. Du geiles Schnittchen. Ich will dir doch nichts tun. Ich will doch nur spielen. Nee, hab noch keine PS4. Oh Mann. Hast du nicht so einen Kumpel, der dir das ausleihen kann oder so? So ganz so fürs Wochenende so. PS4 aus, nein. So, da ist der kaputte Flammenwerfer drin. Den brauche ich unbedingt, Leute. Den brauche ich. Damit ich vorankomme. Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich an den alten Flammenwerfer rankomme. Muss ich gucken, wie ich das mache. Was mache ich denn jetzt, ey? Ich bin immer noch vergiftet, Leute. Oh! Lisa! Lass mich doch mal in Ruhe, ey. Hä? Was ist das für ein Schalter? Ach so. Okay, den brauche ich gleich. Wenn ich endlich den kaputten Flammenwerfer habe. Scheiße, ich brauche ein blaues Kraut. Mission, Freunde, Mission. Und damit ist wieder in Ordnung. Ich bin allein, brauche keine Spülmaschine. Ich habe eine und benutze die einmal in der Woche. Die zwei Teller kann ich auch so abwaschen. Naja, ich glaube, wenn du alleine was brauchst, dann wirklich keine Spülmaschine. Wie kommt die denn da drauf, ey? Kommt ihr jetzt auf Spülmaschine? Flammenwerfer. Den brauchen wir.
Wieso gucke ich immer in den Kasten rein? Ich sehe so nichts Neues drin. Wobei ich überlege ja immer, was ich mitnehmen kann und nicht. Ich lasse das alles noch liegen. Ich habe immer nur Angst, dass ich immer zurückrennen muss. Boah, ich muss was trinken, Leute. Es tut mir leid. Aber da ist er schon wieder. Die Frage ist, wo ist der Schalter? Also, wo ich das hin tue? Genau den hier. Habe ich noch nicht gefunden. Ist dort dieser? Okay. Ach, Leute. Dranhängen, bitte. Trinken im Stream war es unvoll. Wie unprofessionell. Ja, sorry. Das Feuer ist erloschen, aber hier war vor kurzem jemand. Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Eine riesige Sammlung alter Arten von Puppen. Die sind alle verblasst und abgenutzt. Scheiße, hier sind schon wieder Schlangen. Wenn ich wieder vergiftet werde, dann flippe ich aus. Oh, wieder ein Kistchen. Ich glaube, den kann ich schon öffnen. Prüfen. Achso. Yeah, ein Ramen. Den brauchen wir. Ein Familienfoto und Notizen. Ein sehr altes Bild. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus verabreicht. 10. November 1967. Jessica, Virus Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion negativ. Aktion eliminiert. Lisa, Virus Typ B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status. Schutzbeobachtung dauert an. George. Aktion terminiert. 30. November 1967. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 14. November 1967. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit mir gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November 1967. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden. Muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand konnte meine Mami außer mir. Ich sitze ihr Gesicht auf, damit es nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. 17. November 1907. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kisten, Kasten? Kasten steinhart, tut weh. Steilseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Nein. Jetzt habe ich. Oh nein, jetzt habe ich was vergessen. Eine Menge Fotos von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Kindheit. Scheiße. Das wird es noch wahr? Oh Gott. Irgendwer kommt doch jetzt noch. Wie hol ich denn jetzt meinen Flammenwerfer? Kraut. Ein blaues Kraut. Jetzt kriege ich ein blaues Kraut, wo ich nicht mehr vergiftet bin. Eine Reihe verwitterter alter Fässer, die anscheinend Wasser enthalten. Das riecht uns jetzt nicht so. Oh. Hä? Kamera.
Nee, Urlaubsgeld ist wie Weihnachtsgeld, nur im Juni. Ist halt echt kleines Unternehmen. Da gibt's halt nicht. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Achso, das haben wir an der Tür noch stehen. Raus hier. Shit. Oh, nee, ich gehe nochmal zurück. Ich muss was holen. Ja, ist ja gut. Ich möchte nämlich unbedingt was holen. Ich brauche nämlich das Medaillon, dieses Adler-Medaillon. Ich glaube, damit kann ich mir mit einem Magnum holen. Ein Grabstein. Wo ist es? Adler. Das Falke-Medaillon. Falke Adler. Will mal eben Kaffee machen. Jo. Bis gleich. Nur ich komme jetzt an dem Grabstein vorbei. Sonst weiß ich nicht, wo das ist. Irgendwo in der Nähe muss das sein. Da steht schon der erste Dude. Doch nicht? Ach komm. Oh, ich war mir so sicher, ey. Wenn der Wind über die Erde weht, scheint die Stern am Himmel. Was? Versuch mal hier. Nee. Nee. Ach Scheiße. Geh mal weg. Das Stück Scheiße. Bin mal auf in eine halbe Stunde AFK. Jo, Digi. Ist Bianca wenigstens noch da? Jetzt bin ich hier alleine. Kannst auch nebenbei zocken, Bianca. Außer du guckst mir zu. Fühl ich mich nicht so alleine. Habe ich das Millionen umsonst mitgenommen? So, wieder da. Hey Denise, ey. Boah, gut, dass du da bist, ey. Ich fühle mich irgendwie voll alleine. Irgendwie ist Bianca auch jetzt weg. Also erst ist Jans gegangen, der wollte sich einen Kevin holen. Dann ist er kurz der René, kurz AFK. Und ich dachte, Bianca wäre auch noch hier. Aber die ist irgendwie off oder so, keine Ahnung. Vielleicht hat die auch unten Probleme. Denkst du bist da. So, jetzt habe ich die zwei Medaillons. Ein bisschen speichere ich kurz schnell ab. Bist du denn noch auf der Arbeit, Denise?
Bestimmt, oder? Bei so, ich habe heute schon, ich war schon fleißig. Ich habe schon deine Let's Plays hier geschnitten, also Resident Evil 2. Habe auch meine direkt gemacht. Und hast du alle auf YouTube exportiert. Und solange die da alle drauf lagen, dachte ich mir, schmeiß mal einen Stream an. Und nach dem Stream werde ich die dann alle bearbeiten. Ich weiß nicht, hast du schon Metal Gear Solid 5 oder so? Also Let's Plays, die du offline hast schon auf YouTube drauf. Dann würde ich die direkt auch direkt machen. Jetzt bist du nicht mehr allein. Ja, hoffentlich, ey. Du sagst einfach Moin und dann warst du plötzlich weg. Ich war voll geschockt. Nee, ich gehe lieber einen anderen Weg. Das ist mir zu doof. Jupp, lad gerade ein paar drauf. Ja, sehr gut. Werde ich direkt nach dem Stream mal Titel und Thumbnails und Beschreibung. Ja, wie gesagt, ne, Denise, wenn du noch was in der Beschreibung haben willst, ne, irgendwie, keine Ahnung, eine Info oder sonst irgendwas, dann musst du mir das Bescheid sagen, dann schreibe ich das mal rein. Weil sonst lasse ich das noch bisher, so wie es jetzt ist. Muss man immer Bescheid sagen, wenn ich was verändern soll. Hey, Dings. WB. Jens. Wie jetzt? Leute, ist ja gut. Ich habe schon voll den Schock bekommen. Oh, nein. Bei Welt muss das Even Cutter Part 2 leider gerade hoch. Und Even Cutter Part 3 ist bei dem Sehen, wo ich zurück war, machen. Ja, mit dem Stream, also wo du zurück bist, da muss ich echt gucken, wie ich das am besten schneide. Weil ich wollte Even Carter rausschneiden, ich wollte Rocket League rausschneiden. Was hast du da noch gezockt? Weiß ich nicht mehr. Ich wollte auch quasi, wo du das alles vorgelesen hast, unter Info packen bei YouTube. Quasi, wo du deinen Kanal vorgestellt hast, würde ich einfach das da reinpacken. Ich muss ja so noch meinen allerersten Stream da hochladen, wo ich quasi die Zukunft von uns erkläre. Da würde ich das auch einfach in Info reinpacken. Farbband? Nee, oder? Ich habe da gerade das gespeichert. Ja, du kannst eigentlich nur eben Cutter machen von mir aus. Ja, okay. Dann mach ich das raus. Und wegen Musik bei den Spielen hat Albert was geschrieben. Okay. Kannst du das jetzt umgehen oder was? Weil das ist schon scheiße, diese Gamer-Mucke, ey. You're a bit of a mess up. Chris, take a piece of the action. Wo wir gerade über Wesker reden, hier ist er doch. Schimpf war. Schimpf, schimpf.
Ist Wesker jetzt tot? Lol. Wie jetzt? Geh einfach unter Nachricht, da kannst du es lesen. Bei Twitch. Achso, ja okay, kann ich machen. Warum ist Albert eigentlich nicht bei Jules sein Stream da? Tja. Ich bin halt nicht sein Flauschi. Oh, Familienfoto. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gab sie mir eine Spritze mit Vitamin. Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht mehr schafft, euch immer in Gedanken zu behalten. Mami hat Angst. Angst, alles zu vergessen. Besonders die Erinnerung an dich und Papi, wie ihr aussieht, was wir zusammen gemacht haben. All das verschwindet allmählich in eine Finsternis in mir. Oh Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Armen halten, damit ich unsere wunderbare Erinnerung an dich und meinen Papi behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben. Wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa. Unsere Chance kommt, wenn wir das nächste Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos und wenn der Mann im Weißen nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Wenn wir nicht draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi, okay, Kleine? Du musst stark sein, Lisa. 13. November 1967. Jessica Trevor. Und sagt mit ein Skelett. Scheiße, wie kriege ich denn meine Magnum? Oh, toll. Scheiße, brauche ich nicht noch das Wolf-Medaillon dafür? Oh fuck, ich hab das. Oh. Ich kann schon wieder zu latschen, ey. Ich bin so froh, wenn ich das vorbei habe. Ich bin nervig fertig. Ich muss kurz weg, komme gleich wieder. Jo, ciao. Bis gleich. Ist Bianca wenigstens wieder da? Hallo? Hey, wer macht denn immer die Kerzen an, ey? Oh, wie weit weg das noch ist. Der ganze Weg gleich wieder zurück. Adler. Scheiße, ich brauche den Wolf, aber wo? Warte mal. Nee. Nee. Innenhof. Scheiße. Ich glaube, ich habe was vergessen. Scheiße. Ich kann nochmal alles zurücklatschen, ey. Ich brauche unbedingt das Wolf-Medaillon noch. Wo ist denn der Schlüssel? Hä? Hey. Bin ich jetzt doof? Ach da. Ey, das meine ich. Dieses. Ich kann mich schon wieder in Rage reden, ja.
Dieses Langziehen vom Spiel, ey. Ich stehe kurz vorm Finale. Ich komme nicht weiter, weil ich so einen Drecksmedaillon nicht habe. Stimmt ja, ich muss noch gegen die Schlange kämpfen, ey. Die kommt ja zweimal, die Drecksau, ey. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Ich hab mich von meinem eigenen Schatten erschreckt, ey. So, hier ist einer. Tricksvieh. Was? Och, ey, Leute, ihr wollt mich doch falsch machen, ey. Komm ich denn nochmal? Ich weiß. Ich weiß, glaube ich. Ich nehme meine Fahrspur. Oh Gott, das ist nur so ein Runner. Schnell weg. Ich bin gerade. Nee, hier ist falsch. Warte mal. Nee, ist richtig. Ist doch richtig. Ist ein bisschen umständlich, aber passt. Karte. Die habe ich hier nämlich vergessen. Die ist auch ganz versteckt, muss ich sagen. Vergiss man nicht. Yes! Der letzte Schlüssel. Jetzt kommt Bossfight. Das Gute ist, ich habe kein Leben dabei. Oh, sehr gut. Nehmen wir direkt beide mit. Können wir direkt kombinieren. Als Snake. Nee, nee. Ich warte wieder hier. Oh! Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Scheiße, ich muss nachladen. Kamera! Oh. Fuck, ich habe keine Muni mehr. Nur 6 Schuss. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Jetzt hat sie mich erwischt. Komm, verrückt, bitte.
Boah, war das knapp, ey. Das wäre mal böse ins Auge gewesen, ey. Aber damit haben wir auch das zweite Medaillon. Und wir kommen endlich ins Labor, ey. Ja, ja. Gar kein Problem. Boah, ich hatte nur einen Schuss. Ego. Prüfen. Goldmedaillon. Oh, jetzt muss ich alles wieder zurück. Oh, ich hätte ja so gern die Magnum. Ich weiß noch nicht, wie ich die bekomme. Vielleicht mit dem Wolf mal ausprobieren. So ganz schnell. Und das Gute an der Magnum ist, ein Schuss und der Kopf zerplatzt von denen. Guck dir den an. Scheiße. War zu nah dran. Wollte nicht hinterschreiben. Oh, ich kann Muni mehr. Nein! Oh, genau. Oh Gott! Ich schon meine große Schnauze, ey. Die Tür mehr weg. Nur lieber das Gewehr. Aber das tut mir auch weh. Ich muss jetzt Muni holen. Ich kann mal speichern.